Hallöchen und willkommen bei Jackies Rezeptewelt. Heute zeige ich dir ein einfaches Rezept für dieses tolle Schlumpfeis. Es ist schön cremig und sieht einfach toll aus. Tatsächlich benötigt man zu diesem Rezept keine Eismaschine, also eine perfekte Voraussetzung, um es einfach mal auszuprobieren. Der Geschmack von dem köstlichen Eis wird dich bestimmt zum Schmelzen bringen. Wenn du wissen möchtest, wie ich es zubereitet habe, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachmachen! Als erstes gebe ich die Kondensmilch in eine Rührschüssel. Dazu kommt ein Teelöffel Vanillepaste und wird gut untergerührt. Die Sahne schlage ich in zwei Etappen mit dem Schneebesen steif. Damit es dir auch gelingt, empfehle ich dir, die Sahne vorher im Kühlschrank gut zu kühlen, sowie das Gefäß, in dem du die Sahne aufschlägst. Sobald sie dann dicker wird, verrühre ich sie immer etwas langsamer mit der Hand, da ich ja für das Eis Sahne und keine Butter benötige. Prima! Dann kommt sie auch direkt mit in die Rührschüssel. Ich gebe sie nach und nach dazu. Dann hebe ich sie vorsichtig unter, da die Fluffigkeit natürlich hier nicht verloren gehen darf. Jetzt fehlt noch etwas Farbe. Da es ein Schlumpfeis werden soll, gebe ich blaue Lebensmittelfarbe hinzu. Wenn du dir bei der Farbe nicht sicher bist, wie intensiv sie wird, dann mach diesen Schritt immer in kleinen Mengen. Wenn du mit der Farbe dann zufrieden bist, dann kannst du die Masse nun in einen verschließbaren Behälter aus Kunststoff umfüllen. Wenn du magst, kannst du das Eis noch mit Streusel oder kleinen Marshmallows bestreuen. Das sieht so schön aus. Das Eis kommt jetzt für mindestens 5 Stunden ins Gefrierfach. Nach der Kühlzeit ist das leckere Eis auch schon fertig und es schmeckt einfach traumhaft lecker. Probiere das Rezept gern aus und teile es mit deinen Freunden und Bekannten. Die Zutaten für das Rezept kannst du direkt hier unter diesem Video in der Infobox nachlesen. Und wenn du da schon mal bist, dann lass doch auch gleich ein Däumchen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Drück gern auch auf den Abo-Button und das Glöckchen, denn so bekommst du auch gleich eine Benachrichtigung und verpasst ja auch nichts mehr auf meinem Kanal. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleib gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!